Danke. Danke. Guten Abend. Wir vom Verband der Online-Versandhändler nehmen zutiefst nachdenklich zur Kenntnis, dass bei den Konsumenten offenbar ein leichter Unmut herrscht. Unmut, nicht Umut. Das ist einer unserer Paketboten, ist egal. Also, Folgendes. Folgendes wirft man uns vor. Die Armeen von Paketboten würden alles zupacken und die Umwelt verpesten. Oder die Verpackungsmüllmengen wären explodiert. Und zwar noch vor der Powerbank von Alibaba kommen. Oder der Online-Handel würde den lokalen Einzelhandel zerstören. Das sind berechtigte Punkte, aber da werden wir liefern. Also antworten, also beides. Nun, was finden Sie eigentlich so erstrebenswert am deutschen Einzelhandel? Jetzt mal ehrlich, da müssen Sie extra hinlatschen. Bei Karstadt heißt es nur noch, was da hängt. Buchhändler riechen nach Gulasch und tragen Polunder. Ihre Frau sagt vor der Umkleide Sachen wie Erich, zieh die Hose einmal vernünftig hoch, Herrgott, dann passt die auch. Und überhaupt, Menschen übertragen Keime, reden dummes Zeug und fassen einen auch noch an. Pfui. Wenn Sie nicht zum Einkaufen fahren, hat das doch nur Vorteile. Dann kommen unsere Lieferfahrzeuge auch besser durch. In manchen Städten ist es schon so weit, dass unsere Fahrzeuge beim Liefern auf normalen Parkplätzen stehen können, statt mit dem Warnblinker im Kreisverkehr. Viel mehr Platz. Und die leeren Geschäfte kann man doch auch anders nutzen. Wissen Sie, alle klagen über Wohnungsnot, aber wenn Sie sich erst mal daran gewöhnt haben, dass Ihre neue Bleibe eine leerstehende Boutique ist, dann werden Sie sich auch daran gewöhnen, dass Ihnen Fremde beim Geschlechtsverkehr durchs Schaufenster zusehen. Das ist... Das Leben geht weiter, Freunde. Und klar, Verpackungsmüll. Zu viel Kartons, zu viele Kartons. Ja, okay, aber was ist denn mit Leuten, die jetzt konkret Kartons bestellt haben? Weil sie Kartons brauchen. Klar, die Kartons kommen dann in Kartons. Da hast du zwei zum Preis von einem. Da guckt ihr lokaler Kartonagenhändler aber doof aus der Wäsche. Das kriegt der Preis nicht gar nicht gestaltet. Was meinen Sie, wie viele Leute Luftpolsterfolie bestellen, nur wegen der Luftpolsterfolie drumherum? Und Karton gibt's on top. Schlagen Sie das mal sicher, eine Zeit lang werden Sie alle noch in normale Läden gehen. Vielleicht nutzen Sie sogar das Hybridsystem. eBay Kleinanzeigen. Digital kaufen, analog bei Spinnern abholen. Ist doch wahr. Stimmt doch. Willkommen zu was letzte Preis? Willkommen zu Wäschetrockner Selbstabholung heute Nacht um 2 Lidl-Parkplatz. Willkommen zu teuer, du Hurensohn. Auch, aber auch Sie, die Skeptiker hier, werden irgendwann zu uns kommen. Denn der Mensch ist in den meisten Fällen eine faule Sau. Er lässt sich mit UPS ein Brillenputztuch ins Sauerland liefern. Vielleicht nur wegen der Luftpolsterfolie, aber sei es drum. Der Mensch ist von allen Säugetieren das Bequemste. Ich will nicht emotional werden, aber das alles hat auch eine zutiefst humane Ebene. Denn den unwiderstehlichen Artikel, den Ihnen der gehetzte Bote Umut gerade vorbeigebracht hat, Sie wissen schon, dieser Typ mit den schweißnassen Krallen, in dessen Gesicht Sie nicht geschaut haben, dieser Bote, unser Umut, hat den Artikel persönlich für Sie so billig gemacht, indem er einfach was von seinem Geld dazugetan hat. Also rechnerisch. Wir haben ihm das Geld jetzt gar nicht erst gegeben, aber das ist Buchhaltung. Und Buchhaltung ist langweilig. Die Zukunft aber wird aufregend. Jetzt nicht für Sie, Sie haben ja alles, aber für uns. Danke. Frohe Weihnachten. Guten Abend.